Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. Heute am 17. Januar 2023, es ist genau 7 Uhr und 54 Minuten und wir haben jetzt gerade Sonnenaufgang hier am Strand von Maspalomas, aber exakt auch wieder pünktlich. Ja, ganz zeigt sie sich nicht, die Sonne, da ist ein Wolkenband, ein dickes, aber ein kleiner Spalt unten drunter. Ja, um 18.29 Uhr geht die Sonne wieder unter. Ja, und hier sieht es ganz anders aus, und dicke Wolken hier über dem Atlantik, ein bisschen frei hier über dem Gemeindegebiet Meloneras. Ja, und wir haben jetzt noch wieder kräftigen Wind. Kräftig? Nein, es ist kein kräftiger Wind. Fürs Mikro ist er kräftig. Aber für mich jetzt hier zum Laufen kein Problem. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Abonnieren der Videos, fürs Teilen, fürs Weiterleiten und die Fragen, die Beantwortung der Fragen, die in den Kommentaren gestellt werden, wie zum Beispiel heute wurde gefragt, wie das Wetter im Februar ist. Und dann kam ja auch sofort die richtige Antwort. So, um 9 Uhr und 2 Minuten ist Hochwasser. 15.23 Uhr ist Niedrigwasser, also wir haben jetzt noch ansteigendes Wasser. So, gleich verschwindet die Sonne wieder hinter dem Wolkenband. Ja, vielen Dank an Valeria, die ist ja mit dem Thorsten wieder auf Gran Canaria und die sind viel unterwegs, schauen sich viel an. Und am Sonntag geht es sogar nach Tirol auf den Markt. Ja, ich fahre vielleicht mit und dann gibt es da ein inseltypisches Video wieder davon. Ja, die Fahrzeit nach Terror ist ungefähr 1 Stunde 15 Minuten, wenn alles glatt geht.
wenn es keinen Stau gibt und so weiter. So, jetzt können wir uns auch noch mal wieder umsehen. Ja, nochmals zur Information für die, die im Kanal vielleicht neu sind. In der Titelzeile passt nicht viel hinein. Wenn es eine Schlagzeile gibt, irgendwas Wichtiges, dann versuche ich das in die Titelzeile mit hineinzubekommen. Wenn nicht, dann in die erste Beschreibungszeile. Wenn jemand mehr lesen möchte, dann kann er die Beschreibung anklicken. Mehr lesen, und wenn er da die Beschreibungsseite offen hat, dann kann er den Nachweis, die Quellennachweis, den Link zu diesen Nachrichten auch weiterlesen und bekommen. Ich wurde ja oft gefragt, die Nachrichten auch hier zu kommentieren, aber das mache ich nicht. Die könnt ihr, wenn ihr sie wollt, nachlesen. Ja, außer es ist mal irgendwas Besonderes, jetzt hier zum Beispiel besonders schön, wie das hier aussieht. Hier ist der kleine Mond zu sehen. Die Wolken in Farbe. Hier auch die Spiegelung der Wolke im Sand. Ja, an dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht, am Freitag wieder um 16 Uhr am Faro. Wer möchte, kann gerne mit dabei sein, mit und ohne Kamera. Kalender und Aufkleber sind mit dabei, wie auch am Donnerstag beim Lucky. Am Donnerstag, das geht um 20 Uhr los, gibt es wieder gute Unterhaltung. Und am Freitag um 16 Uhr am Faro. Es haben sich auch schon einige Gäste wieder angekündigt. Das ist immer sehr lustig und man kann sich ein bisschen unterhalten. So, jetzt mal der Blick hier in die Berge. Da hängt auch ein Wolkenband. Ja, das ist wieder unser Panorama, einmal rundum. Aber der schönste Blick ist jetzt hierhin.
Ja, das sieht richtig spektakulär aus. So, unsere kleinen Strandläufer sind wieder unterwegs hier. Eine Gruppe, ich schätze 10, 15 der kleinen Vögel. Haben sich wieder richtig schön in Position gebracht. Und wie flink sie hier. Ja, schön. So, die Sonne versucht hier auch wieder drüber zu kommen, durchzukommen. Ja, das schaut richtig jetzt gut aus mit den Strahlenbahnen links und rechts. So, und jetzt kommt noch ein Vogel mit davor, das sieht dann auch noch mal besser aus. So, hier der Blick in die Berge, da gibt es schon Sonne hier in oberhalb vom Sonnenland in Montagna La Data. Das ist die Straße, die dann auch Richtung Monte Leone führt. So sieht es hier aus, die Liegestuhlreihen, die Schirme sind noch nicht gespannt. Nummer 7 bzw. Nummer 5 mit dem Service der Stühle bzw. Lieferservice, Bringservice an die Liege.
Ja, und wir haben noch zulaufendes Wasser. Man sieht es bis hier an diese Stelle, auf diese Höhe etwa, läuft das Wasser jetzt im Moment. Der Sand hier ist jetzt sehr weich. Ja, wird gerade vom Wasser eben überschwemmt. Ja, flink sind sie, die Kleinen. So, ich bin jetzt wieder fast, nein, noch nicht ganz, aber fast an der Punta. Jetzt kommt auch die Sonne raus. Jetzt wird es hier wieder richtig schön farblich. Und man freut sich auf die wärmende Kraft der Sonne. Einfach stehen bleiben und genießen. Ja, ich mache mich jetzt auch wieder auf den Rückweg.
Das sind ganz schön schnell, die Kleinen. So, weiter geht's. Kleine Showeinlage. Ja, jetzt kommt das Wasser hier immer noch rüber. Klar, 9 Uhr und 4 ist Hochwasser. Das sieht gerade jetzt richtig schön aus mit den Farben hier. Ja, da ist auch jemand ganz schön weit draußen im Wasser. Naja, so weit ist es nicht, aber... So, und dann schwenken wir auch mal hier rüber zum Segler. Ja, jetzt wird es auch langsam wärmer. Ich schätze jetzt mal so um die 20 Grad werden wir erreicht haben. Und die Farben spektakulär jetzt. So, nun nochmal der Blick hier zurück. Denn in der Spiegelung hier, da müsste eigentlich jetzt das Segelboot sein. Es ist jetzt ehrlich gesagt zu hell, dass ich da kaum was sehen kann. Aber das ist doch bestimmt ein schönes Bild. Die Wellen, die Spiegelung, die Sonne, das Segelschiff. Ja, es war wieder ein langer Spaziergang, aber schön für mich jedenfalls und ich hoffe für euch auch. Kleine Eindrücke oder das Video für die, die vielleicht gar nicht mehr fliegen können, dürfen oder wollen, wie auch immer, oder eben nicht in der Zeit jetzt hier sind. So, nochmal hier der Blick in die Berge.
So, hier ist der Übergang vom Meer zur Tschalka. Hier hat sich ja da ein bisschen ein Ausläufer gebildet. Die Tschalka leicht vergrößert. Ja, also die Tschalka geht jetzt bis hierher, fast Mitte von dem Strandstück. Ja, in ein paar Minuten ist Hochwasser. Und ich möchte mich jetzt auch so langsam verabschieden und sage ganz einfach schon mal hasta luego. Bis zum nächsten Mal zur Realität bzw. zum Wettervideo. So, noch ein bisschen, bis ich die Anzeige sehe mit den Temperaturen. Ja, 9 Uhr und wir haben genau 21 Grad. Ja, und damit sage ich dann nochmals bis später. Thank you.